haben hier unser Flaggschiff, das Xperia Arc, mit Gingerbread 2.3, Mobile Bravia Engine und Exmo A Technologie, plus die 8-Megapixel HD-Kamera auf der Rückseite. Dann haben wir hier unser Hauptmenü, das hat 5 Fenster, 2 links und 2 rechts. Die kann man ganz frei belegen mit Widgets. Nehmen wir hier mal ein Bilderrahmen. Dann wählen wir einfach mal ein hübsches Bild aus. Und dann haben wir das Widget schon direkt auf dem Desktop-Hintergrund. Wenn ich jetzt nicht möchte, dass ich wieder 5-mal hin und her wische, nehme ich einfach meine 2 Finger, mache eine Multitouch-Geste und kann jetzt zum Beispiel auf das Fenster wechseln, wo dieses Widget jetzt zu liegen kommt. Und dann lande ich halt automatisch im Musikplayer, der sich jetzt von dem äußeren Erscheinungsbild sehr schlicht gibt. Das heißt, ich lande hier in meinen Alben, kann einen Titel anspielen und kann jetzt an der Stelle sogar sagen, okay, ich möchte das Ganze ein bisschen flotter untermalen und sage, okay, das ist jetzt Popmusik. Und dann wird das Ganze ein bisschen von den Bässen und von den Höhen her angehoben und dann kann ich es halt besser hören. Dann haben wir hier noch unsere Bildergalerie. So ein schönes Karussell, das heißt, ich sehe die letzten Bilder, die ich geschossen habe, direkt auf einen Blick, plus die Videos und kann die dann direkt von dieser Stelle aus auch abspielen. Zusätzlich dazu haben wir, wie von uns jetzt bekannt in der Xperia-Reihe, Timeskit mit an Bord. Das heißt, ich sehe meinen Tagesablauf schön zeitlich sortiert, kann dann dort draufklicken und zum Beispiel Facebook- und Twitter-Einträge lesen oder aber auch Nachrichten wie SMS, Telefonanrufe in einem Blick zusammen angezeigt bekommen. Bei dem Menü haben wir noch ein paar Ordner mit dazu gepackt. Das heißt, ich kann hier Galerie, Musik, UKW-Radio oder was auch immer direkt in einem Ordner zusammenfassen oder eine weitere App einfach hier drauf schmeißen und habe jetzt 4 Icons. Ich könnte diese auch löschen, indem ich einfach hier auf die Mülltonne gehe, die sich so sympathisch öffnet und kann sie durch ein anderes Icon wieder austauschen. Des Weiteren habe ich hier die Möglichkeit, die Ansicht ein bisschen zu sortieren. Ich habe da eine angepasste Sortierung, alphabetisch oder kürzlich installiert. Das heißt, die Reihenfolge der Apps ändert sich dementsprechend genauso, wie ich es gerade möchte. Oder ich möchte eine komplett angepasste Sortierung vornehmen. Dazu klicke ich hier unten rechts. Dann fangen die Icons so ein bisschen an zu schwimmen und dann kann ich sie auf dem Display schön hin und her bewegen. Ich habe so meine eigene Ordnung. So, das ist es eigentlich schon auf den ersten Blick. Dann haben wir zu diesem Produkt noch die 2 Geschwistermodelle. Einmal das Xperia Pro für die Leute, die auf die Tastatur nicht verzichten können. Oder halt das entsprechende Modell, technisch komplett identisch, das Neo. Die tun sich von der Bedienerführung gar nichts, haben alle 3 eine 8-Megapixel-Kamera, Bravia Engine und Exmo A Technologie und sind halt auch von der Formsprache ein wenig unterschiedlich. Und man sieht halt hier besonders, das Telefon ist sehr, sehr schmal, 8,7 mm an der dünnsten Stelle und das sind halt die größten Unterscheidungsmerkmale, ist halt in dem Fall die Optik. Und dann haben wir noch unseren unser Spiele-Hero, das Xperia Play, das in erster Linie ein Smartphone darstellt. Das heißt, ich habe auch hier die gleiche Benutzerführung wie auf den anderen 3 Geräten, habe dann aber natürlich noch den charmanten Vorteil, es aufschieben zu können und an der Stelle schon direkt
in den Spielemodus zu kommen und ja, mit dem Spielen loszulegen. An der Stelle halt Bruce Lee. Und da kann ich halt aus dem Vollen der Tastenbedienung schöpfen und muss nicht immer auf dem Display rumklicken und mir die Sicht versperren mit meinen Daumen und habe halt das komplette Sichtfeld frei und auch eine viel leichtere Bedienung. Das Xperia Play kommt zusätzlich auch noch mit zwei Action-Buttons auf der Rückseite, 5 Megapixeln und 6 vorinstallierten Spielen. Und zur Markteinführung nächste Woche werden über 50 Titel schon bereits verfügbar sein.